Hallo und wir sind zurück zu Don't Starve. Wir haben einiges vor. Dublonen sammeln jetzt nicht die höchste Priorität, aber ich wollte ein bisschen was Besseres kochen. Entsprechend braucht man da gute Utensilien. Ein Kochtopf wäre da gefragt. Und in diesem Falle brauchen wir ein bisschen Holzkohle. Die Frage ist, wie viel? 6 Holzkohle und eben eine Menge Steine, Holzkohle, ja, müssen wir ein paar Bäume abfackeln und das möchte ich jetzt nicht unbedingt auf meiner aktuellen Hauptinsel, um sie mal so zu nennen, machen. Bin gerade beim Schauen, ob man da irgendwie anhand der Karte so ein bisschen entdecken kann, was sonst noch interessant ist, sondern ja, irgendwo anders. Das passende Material sollten wir ja haben, um ein paar Bäume anzuzünden. Würde ich sagen, schnappen wir uns mal das Ruderboot. Das ist ja eh relativ flott. Und rudern wir einfach mal los in die andere Richtung in dem Fall. Wobei da oben schaut so aus, als wäre da eher Ende. Und sammeln wir ein bisschen was zum Essen ein unterwegs. So, jetzt haben wir natürlich das Inventar komplett voll. Auch nicht gerade sehr geschickt, aber egal. Ah, da ist entweder Schluss oder eine Passage zu einer anderen Insel. Hoffen wir mal, dass da was kommt. So, nachdem ich letztes Mal anscheinend Werkzeug übersehen habe, werde ich immer ein bisschen zusammensortieren. Und da schaut es ganz gut aus. Da haben wir zumindest eine Insel entdeckt. Und so ein paar alleinstehende Palmen. Eigentlich ideal. So, die Dublonen schmeißen wir da mal hin. Können wir uns ein bisschen Holzkohle produzieren. Muss nur aufpassen, dass ich mich selber anzünde. War es das schon an Bäumen da in der Nähe? Oh, da habe ich ein Schweinchen gesehen. Das ist eigentlich auch eine relativ interessante Insel. Na? Bei Dunkel ist hier die Beschwerde. Ja, eventuell können wir auf der Insel auch so einen kleinen Außenposten errichten. Da in der Nähe der Schweinchen vielleicht. Wäre eigentlich nicht die schlechteste Idee. So, was kann ich denn da hinschmeißen für den Moment? Schauen wir, dass sich das noch ausgeht. Haben wir genug für ein Lagerfeuer? Da fehlt uns das Holz. Dann sollte man da eher laufen und noch schnell Holz sammeln. So, wo ist meine Schaufel? Gut, was lasse ich hier liegen? Mal die Axt für den Moment. Dann können wir uns dann zumindest ein Campfire machen. Für die Nacht. Ist jetzt zwar nur temporär, aber immerhin. Brauchen wir Sand? Eigentlich nicht wirklich. So, die Samen, ich glaube, die rösten wir uns mal und essen die. Dann haben wir erstens mal einen Inventarslot frei und ein bisschen was im Magen. So, das Sägras auch noch verspachteln. Gut, Kokosnüsse behalten wir uns mal für den Moment. Dann können wir den Sand mitnehmen. 2 Holzkohle haben wir schon, immerhin.
Feuerchen sollte genügen für die Nacht. Und dann schnappen wir uns die restliche Holzkohle. Plus alles, was ich sonst liegen gelassen habe. Da sind noch ein, zwei Palmen. Die hat zwar Kokosnüsse, ich werde sie trotzdem anzünden. Steine brauchen wir eigentlich eh auch. Dann nehmen wir die auch gleich mit. Beziehungsweise nehmen wir das hier mit. Ich glaube, da kommt nur Stein raus. Dann haben wir keinen sonstigen unnötigen Ballast an Zeug, was wir sonst rumliegen lassen. Okay. Genau umgekehrt kommt hier nur Stein raus. Kann das sein? Nein. Okay. Gut, Muscheln schnappen wir uns noch. Und dann schauen wir, ob wir genug Holzkohle gesammelt haben. Da greife ich auch noch zu zwischendrin. So, wo haben wir die Palmen angezündet? Hier, glaube ich. Irgendwo doch noch eine, genau, hier. Dann sollte man auf jeden Fall genug an Holzkohle haben. Wäre eigentlich auch eine spannende Insel. Aber hier haben wir unsere Science-Maschine, bleiben wir mal für den Moment da unten. Sollen wir noch irgendwas mitnehmen, wenn wir schon hier sind? Na, ich glaube, wir fahren zurück. Können wir die Dublonen in der Hand mitnehmen? Glaube nicht, dann esse ich schnell die Samen. Weiß zwar nicht, für was wir sie brauchen, aber ich würde sie gern behalten. Bisschen die Gegend noch erkunden. Oh, da ist noch eine Insel. Oder natürlich dieselbe. Etwas ausgedehnter. Kleiner Snack für unterwegs. Auch gut zu wissen, dass da noch eine ist. Okay. Dann werden wir mal ein bisschen kochen. Zutaten haben wir ja einige. So, also. Wir brauchen noch Steine, haben wir gesagt. Drei, wenn es mich nicht täuscht. So, und na, wo war das dabei? Hier, oder? Und ein paar Sticks fehlen uns noch. Gut, die wachsen hier überall. Sollte jetzt kein Riesenproblem sein, welche zu finden. Und was wir dann auch irgendwann natürlich machen werden, ist uns ein paar ausgraben. Haben wir die alle abgeerntet, sag bloß. Und zu unserer Basis rauftragen. Da hat man keinen Erfolg. Die nehmen wir mit. Mal schauen, ob wir die Krabbe da anlocken können. Ich glaube, sie sind in die Falle gegangen. Unglaublich, keine Sticks oder wie? Ah, da sind welche. Und von der Nachbarinsel werden wir uns dann natürlich auch die ganzen Bärenbüsche mitnehmen. Eine weitere verlässliche Nahrungsquelle.
Dünger braucht man dann halt noch. Und da habe ich bisher nichts entdeckt. Da haben wir eh wieder Bären. So, jetzt aber. Crockpot. Der hoffentlich auch irgendwo hinpasst. Super, können wir unser erstes Gericht zaubern. Eine Kokosnuss, ein Monsterfleisch und einmal Muscheln eventuell. Kreuz und quer einfach alles verkochen. Und was wir jetzt auch brauchen, glaube ich ziemlich dringend, ist eine Truhe. 3 Holzbretter benötigen wir da. Na, mal den einen oder anderen Baum da mal fällen. Ganz, ganz vorsichtig. Jetzt wird es schon nachts. Jemand hat eh gemeint, dass wir die Bäume nicht zu nah setzen sollten an unsere Feuerstelle. Werd versuchen, das zu berücksichtigen. Ich hoffe, wenn wir genug einsetzen, dass wir dann keine Probleme bekommen. Beziehungsweise können wir immer noch auf die Nachbarinsel segeln und uns dort Holz besorgen. Kein Inventarplatz. Gut. So, mit was heizen wir ein? Ein paar Palmenblätter vielleicht. Sollen wir das direkt essen? Ja, Hunger hätten wir eh entsprechend. Dann ist der Magen jetzt gut gefüllt. Und wir kochen uns noch was. Können wir einfach so ein paar Meatballs brutzeln in der Nacht. Das ist guter Reiseproviant. Weiß eigentlich nicht, ob die stacken. Müssen wir probieren. Die eine oder andere könnte ich natürlich auch einpflanzen. Wäre vielleicht auch kein Fehler. Falls ich es schaffe. So, und das Ei verkaufen wir auch noch. Sehr gut. Dann haben wir mal eine verlässliche Nahrungsquelle. Ah, das deckt, das ist gut. Dann können wir das letzte Monsterfleisch verkochen. Ah, das ist keine gültige Zutat. Die ganzen Muscheln da noch rein. Dann haben wir 3-mal Meatballs. Die erstmal auch noch. Sollen wir die Dublonen da liegen lassen? Ich nehme sie mit. Wer weiß. Nicht, dass die verschwinden. Oh, was haben wir hier gekocht? Surf and Turf. Was auch immer das ist. Gut, ein bisschen Platz haben wir. Achso, Moment. Könnten wir uns nicht noch einen Rucksack machen? Wo war der nochmal dabei? Das gab's doch auch als Ausrüstungsgegenstand. Gasmaske. Kämpfen, wenn wir auch irgendwann müssen. Backpack, da haben wir Backpack. 2 Sticks, 4-mal Gras. Dann werden wir uns das noch besorgen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, Sticks haben wir ja sehr fleißig geerntet. Hoffe, da sind noch welche übrig. Da ist mal einer. Gut, da oben sollten noch ein paar sein, im schlimmsten Fall. Da sehe ich noch einen Baumstumpf.
Gut, sonst haben wir nichts Interessantes. Einmal kochen können wir noch, bevor wir lossegeln. Die Frage ist, wisst ihr was? Ich riskiere es jetzt doch und fäll hier genug Bäume, dass wir noch die Truhe bauen können. So viel ist ja nicht. Wie viel braucht man hier? Das heißt noch 3. Aber wir haben einfach zu viel Zeug im Inventar. So, da kochen wir noch einmal. Und ich glaube, wir werden da jetzt künftig einfach immer eine mindestens einsetzen. Weil wenn da 2 rauskommen, eigentlich ganz praktisch. Okay, jetzt sollte man genug haben für eine Truhe. Sehr gut, dann können wir da alles Mögliche lagern, das wir nicht brauchen. Flint nehmen wir mal mit. Die Sticks nehmen wir mit. Unser Essen nehmen wir natürlich mit. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Kleine Expedition wieder machen. Nahrungsvorräte sind gut. Wenn wir jetzt irgendwo Büsche oder ähnliches entdecken, werden wir die auf jeden Fall mal mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir früher oder später auch irgendwo Dung finden. Schauen wir uns mal die Insel hier an. Einfach mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Auf jeden Fall ein bisschen was zum Essen. Ja, eben, da wäre eh schon der erste Busch. Da haben wir auch Pilze. Da gibt es ein bisschen Gold. So, jetzt habe ich aber wirklich keine Pickaxe mehr, hoffe ich. Nicht, dass ich wieder übersehe. Achso, jetzt habe ich vergessen, einen Rucksack zu bauen. Naja. Egal, wir haben hoffentlich genug Platz. Waffen wären auch noch wichtig und eine Rüstung. Ja, und falls wir jetzt hier übernachten wollen, da ist der nächste. Also auf der Insel haben wir sogar 3 Büsche. Aber ohne Dung, also solange wir keinen Dung haben, bringt es einfach nichts, die mitzunehmen. Weil wenn wir sie wieder einsetzen und keinen Dung haben, dann produzieren sie nichts. Dann lassen wir sie lieber auf der Insel für den Moment noch stehen und versuchen uns das zu merken. Ah, da wohnen auch ein paar Schweinchen. Das wäre in dem Fall eh gut als Nachbarn. Wenn wir da ein paar Brennmaterialien zusammentragen. Und hier dann das Feuerchen machen. Brauchen wir allerdings noch Holz. Wie viel? 2. Schafft man das alles da einzeln rüber zu tragen? Ich hoffe. So. Also wir müssen es aber im Inventar haben. Oh, das sind Schlangen.
Vielleicht doch nicht der allzu beste Platz. Ah, die schnappen sich die Muscheln. Jetzt hauen sie wieder ab. Okay, dann riskieren wir's. Holen wir uns noch die Kokosnüsse. Gut, wir können eh wieder was essen. Wird ein bisschen Platz frei. Die Samen wollen wir auch rösten und verspeisen. Gut, viel können wir jetzt hier nicht machen. Das trauen wir uns noch. Ja, die Insel könnten wir uns noch ein bisschen weiter anschauen. Allerdings werden wir uns, glaube ich, das Boot holen. Also, wir haben immer gesagt, eine Pflanze mal wieder ein. Beziehungsweise können wir die auch mal richtig vermehren. Das werden wir dann auf unserer Insel machen. Eine Kokosnussfarm. Na, jetzt haben wir Flut. Also unser Boot ist da irgendwo im Wasser. So, Holz nehmen wir noch mit, genauso wie Muscheln, nicht Sand. Dann mal ein Stückchen weiter runter schippern und schauen, was auf der Insel noch zu entdecken gibt. Oh, und die Sachen können auch nass werden. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hab zwar das Symbol da gesehen, aber nicht, dass das Inventar auch nass wird. Dann hüpfen wir da wieder raus. Nehmen noch ein paar Ressourcen mit. Oh, Muscheln wollte ich eigentlich nicht. Sag dann Muscheln zu denen. Wie heißen die Seashells? Sag mal nicht auch Muscheln? Das brauchen wir eigentlich nicht. Die Sticks da eher interessant. Und wir könnten noch Kokosnüsse mitnehmen. Für unsere kommende Kokosnussfarm. Da sind jetzt keine zwei rausgekommen. Schade. So. Ah, das Holz schnappen wir uns auch. Wieder keine zwei. War das jetzt vorher nur Glück? Kann das sein? Na, immerhin ist es Holz. Auch gut. Einen Versuch machen wir noch. Na, okay. Will nicht sein. So, Kleinigkeit essen. Haben wir wieder Inventarplatz frei. Und dann wären wir, glaube ich, zurückrudern. Helfen da mit kleinem Umweg. Und uns als nächstes auch ein paar Waffen bauen. Das wäre auch noch wichtig. Und Doom müssen wir unbedingt finden. Das wäre dann das nächste, weil ab dann macht es Sinn,
die ganzen Büsche mitzunehmen. Was ist denn hier? Die Frage ist, trauen wir uns da raus? Sehe ich, nehme mal an, solange man den Wellen hier ausstellt. Okay. Habe ich jetzt angegriffen? Bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist oder war. Da ist auch so ein Symbol, da kann man, glaube ich, irgendwie Krabben fischen oder so. Gut, dann werden wir auf der anderen Seite in dem Fall anlegen. So. Dann den einen oder anderen gleich mitnehmen. Und in deiner Nähe einpflanzen. Das gehört mir. Werde ich gleich direkt essen. Okay, dann verkochen wir noch ein bisschen was. Pilze haben wir gefunden und Beeren. Eine Zutat wird uns noch fehlen. Dann können wir die zwei Muscheln und die Beeren auch noch verwerten. Hat man nicht irgendwo eine Falle aufgestellt für eine Krabbe? Genau, da haben wir sie. Oh. Da haben wir ein bisschen zu lang gewartet. Wobei, glaube ich, Twix haben wir jetzt genug. Da haben wir eher schon, dass wir mit der Kokosnussfarm vorankommen. Falls wir da Glück haben. Und irgendwann auch wieder zwei vom Baum fallen. So oder so pflanzen wir sie dann mal in der Nähe ein. So, da waren wir auch für ein bisschen mehr Respekt, Abstand sorgen. So, erstmal ein paar Meatballs. Sollen wir uns noch eine Palme schnappen? Na, ich würde sagen, ziehen wir uns lieber zurück. Holz hätten wir, glaube ich, genug, um uns eine... Also nicht Holz, wir bräuchten ja genau das, was ich jetzt verfeuert habe. Einen Rucksack wollte ich ja noch machen. Okay. Dafür können wir wieder ein bisschen was ablegen. Noch ein paar Palmenblätter. Gut, ich würde sagen, Pause. Und nächstes Mal basteln wir uns dann eine Waffe und eine Rüstung. Und überlegen uns dann wirklich eine gute Strategie, wie wir künftig für dauerhafte Nahrungsquellen sorgen können. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.